Hallöchen, ihr Lieben. So, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Runde Let's Play Minecraft. So, mal eben schauen. Da haben wir eine schöne Spitzhacke. Die nehmen wir da mal mit. Und ich habe gesehen, na, im Fenster draußen, das ganze Getreide ist soweit fertig. Dann gehen wir das jetzt erstmal abernten. So, eben warten, bis die ganzen Sachen durchgespült sind. Hier kann man in der Zeit mal das ganze Zuckerrohr direkt einsammeln, damit wir genug Papier haben für entsprechende Bücherregale. Und da läuft uns gerade ein Slime über den Weg, den nehmen wir uns auch mit. Den Slimes können wir immer brauchen. Hauen wir den mal. Oder warum nicht damit? Hauen wir den mal damit kaputt. Die Spitzhacke hat ja auch Angriffsschaden. Und von daher immer voll drauf, immer voll drauf. So. Da haben wir noch einen. Ist da oben irgendwas hochgeflogen? Ja. Ein Erfahrungskügelchen. So. Ach ja, übrigens. Wir haben ja hier das Problem mit dem Pilzhaus, dass da nicht wirklich was wächst. Ich war jetzt die Tage auf einem Multiplayer-Server, habe dort auch einfach nur eine Höhle entsprechend umgebaut, die auch einfach nur dunkel ist. Und da klappt das Ganze wunderbar. Deswegen frage ich mich ernsthaft, warum das hier nicht klappt mit dem Ausbau, dass die Pilze nicht entsprechend gedeihen. Ich gehe jetzt noch mal rein. Werde dann da halt auch nochmal schauen. Ich hoffe, ich bin laut genug. Ich stelle das Mikro mal noch ein bisschen näher ran. Ich werde jetzt nochmal reinschauen. Und ich hoffe, dass sich irgendwie hier mal was tut. Nein, dann habe ich nämlich das Gefühl, dass es hier einfach doch irgendwo an irgendeiner Stelle einfach tierisch zu hell ist. Beziehungsweise, dass vielleicht hier oben die stören. Was ich mir aber nicht recht vorstellen kann. Ich mache sie trotzdem mal weg. Und da müssen wir einfach mal abwarten, weil, wie gesagt, auf dem anderen, das ist also auch eine entsprechende Version, klappt das wunderbar mit so einem Räumchen. Und das ist etwas, was ich hier jetzt nicht so ganz verstehe. Werden wir auf jeden Fall nochmal ein bisschen im Auge behalten. So, das Feld hatte ich abgeerntet. Wir haben also entsprechend Nahrungsmittel dabei. Gehen dann nochmal hier unseren Kakao abernten, beziehungsweise das Feld müssen wir ja nochmal eben neu bestellen, sonst wächst ja nichts. Ganz vergessen, nachzupflanzen. Und ja. Dann werden wir uns noch die Kakaobohnen holen, werden mal ein paar Cookies machen noch. Ich weiß gar nicht, was wir momentan alles an Essen haben, aber ich denke, wir haben mehr als genug, zumal wir auch noch die ganzen Kühe und Schafe haben, da müssen wir auch mal gucken. Also das möchte ich auf Dauer auch noch mal ganz schön abändern, sage ich mal, dass da halt wie so ein kleiner Bauernhof hier noch irgendwo entsteht. Was heißt klein? Kann ruhig etwas größer werden, auch ein schön großes Feld, was nicht unbedingt halt automatisch läuft. Dann nehme ich die automatische Farm lieber irgendwo mal mit später in irgend so ein separates Gebäude. Das war ja hier mehr oder weniger auch nur so ein Testlauf mal. Alles in allem ist generell ja noch viel zu tun und das ist ja auch mit ein Grund, sag ich mal, dass so ein Let's Play dann auch nicht so schnell zu Ende geht. So, es wird dunkel da hinten. Das nutzen wir dann jetzt mal wieder, um unter die Erde zu gehen, noch ein paar Rohstoffe mal in Angriff zu nehmen. Da habe ich jetzt einfach heute mal ein bisschen Lust drauf. Ich weiß, ich hänge auch gerade so ein bisschen hinterher, allerdings diesmal wirklich nur ein bisschen, denn ob man es glaubt oder nicht, heute hätte eigentlich die Folge rauskommen sollen, die ich quasi jetzt gerade aufnehme. Von daher bin ich wirklich nur knapp hinterher, nicht allzu viel. Ah, hier wollte ich auch noch die Spawn Area müssen wir auch noch machen. Da brauche ich dann aber mal noch ein bisschen Glowstone für quasi. Da ich ganz gerne dann eine automatische Belichtungsanlage noch bauen möchte, dass das Ding nicht immer automatisch aktiv ist. Und auf welcher Höhe sind wir hier?
16, das heißt, wir sind eigentlich auch schon knapp über Diamantenhöhe. Ich denke, die Diamanten werde ich jetzt hier aber nicht unbedingt farmen. Wir hatten doch irgendwo, war doch hier gewesen, ich glaube hier runter, diese Schlucht, wo wir auch schon ein wenig, genau, durchgegangen sind. Haben auch schon ein bisschen ausgebaut, dass man hier ein bisschen vernünftiger laufen kann. So, dann ging das hier hoch, glaube ich. Und dann wurde es jetzt gleich hier wieder ein bisschen. Genau. So, ich glaube, hier waren wir nämlich noch nicht komplett durch und ich höre auch schon wieder irgendwo einen Zombie. Auf jeden Fall mal die Augen aufhalten, weil ich bin ja hier schon. Ich glaube, mehr als einmal gestorben in diesem Let's Play. Und da haben wir schon den ersten Zombie wieder. Ich weiß gar nicht, wie gut ich momentan ausgerüstet bin. Ah, eine Eisenrüstung, okay. Wir sollten also auf Dauer doch ein paar Diamanten mal finden, damit wir eine anständige Rüstung noch bauen können. Allerdings muss man dann ja auch immer gucken, dass man auf der entsprechenden Höhe ist. Jetzt habe ich natürlich keine Schaufel dabei, um da mal den Kies wegzukloppen. So, hier ist ganz viel Erde überall. Die können wir mit der Zeit auch mal wegnehmen. Da hinten ist noch Eisen, das nehmen wir uns auf jeden Fall mit. Redstone haben wir da auch schon mal wieder. Ich weiß gar nicht, warum ich beim letzten Mal hier aufgehört hatte. Ob hier irgendwas passiert war, dass ich das Eisen nicht abgebaut habe. Hallo, geh doch mal da hoch, Mann. So. Jetzt da rüber und da. Oh, der will da nicht hoch. Das ist aber nervig. So, jetzt aber. So, wunderbar. Hier waren wir auch schon mal gewesen. Dann geht's hier wieder runter. Dann holen wir uns das nächste Eisen ab. Denn Eisen können wir gar nicht genug brauchen für ein automatisches Lagersystem. Was ich ja noch vorhabe. Wo ich mich auch jetzt bald mal mit beschäftigen sollte, was die Trichter und alles angeht. Da haben wir noch Gold, das ist schon mal sehr schön. Wow. Aufpassen, da geht's runter. Jetzt haben wir wahrscheinlich ein bisschen Kohle verloren, also war nicht ganz so tragisch. Wir haben ja noch ein bisschen was. So. Ja, das Gold sollten wir da nicht abbauen. Ich glaube, mit der ganzen Lava war mit ein Grund, warum ich beim letzten Mal hier so ein bisschen aufgehört habe. Ja, du verpiss dich da mal. Ja, von mir aus kannst du da explodieren, hier aber nicht. Dich kriegen wir auch klein. So, hier haben wir noch ein bisschen. Ja, abbauen ist hier echt so eine Sache für sich. Sollte ich auf jeden Fall aufpassen. Das lohnt sich gerade da nicht. Einen Eimer habe ich nicht zufällig dabei, nee, aber Eisen und Kohle, allerdings keinerlei Holz. Das ist natürlich ganz klasse mal wieder. Das heißt, ich kann mir auch keine Workbench bauen. Also mal wieder total unvorbereitet runtergegangen, wie so oft. Ich glaube ja auch nicht, dass ich hier noch irgendwo eine Mine finde. Ich meine, toll wäre es natürlich. Wobei, wir hatten doch hier irgendwo in der Nähe eine Mine mal gehabt. Wenn ich mich nicht ganz irre. Wow, okay, das lassen wir. Da ist noch Eisen. Also die Spitzhacke, die hier ist extrem gut. Ach so, Effizienz 5. Ja gut, das erklärt einiges. Das erklärt einiges. So. Da haben wir schon wieder so einen Kameraden. Zichtig. Zichtig. Gott, abgefackelt. So. Redstone können wir hier eigentlich mitnehmen. Sollte nichts bei passieren. Hier die Kohle, hoffe ich, geht auch ohne weiteres. Wo ich mich natürlich jetzt dran umgewöhnen muss, weil ich jetzt, wie gesagt, zuletzt mal auf einem Multiplayer-Server gespielt habe, wo wir Warp-Punkte hatten. Dass ich mich jetzt nicht einfach nach Hause teleportieren kann, sondern später auch wieder einen Weg nach Hause finden muss. Oder mich gegebenenfalls hochbuddeln muss. Aber
Okay. Das müssen wir dann Stück für Stück noch sehen. Auf jeden Fall gefällt mir die Spitzhacke sehr gut, die ist sehr effektiv. Logischerweise bei Effizienz 5. Na, hallo. Danke. Ja, so, und da oben haben wir direkt nochmal Eisen freigeschlagen. Das nehmen wir uns dann natürlich auch mit. Rohstoffe kann man ja nie genug haben. So, fragt dann aus. Nein. Da ist noch ein bisschen Kohle. Jetzt muss ich nur aufpassen, dass ich hier irgendwo in Lava reinfalle. Denn die scheint es hier mehr als genug zu geben. Oben lang, unten lang, wir versuchen uns unten. Da kann uns nicht so viel passieren, wenn wir relativ nah an der Lava sind. Hallo? Das war jetzt aber irgendwie hier gerade ein bisschen laggy. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, aber ich denke schon. Ja. Nicht nur ein bisschen laggy, hier hängt es gerade tierisch irgendwie. Und das gefällt mir in der Kombination mit Lava gar nicht gut. Die Framerate ist auch total im Eimer und ich habe keine Ahnung, was gerade los ist. Irgendwie ist mir das gerade etwas unheimlich. Ich glaube, ich versuche jetzt mal heimzukommen. Denn hier spinnt gerade absolut Minecraft. Nee, Moment, Leute. Kleine Unterbrechung mal eben. Bis gleich. Hallöchen, ihr Lieben. So, da bin ich wieder. Und ja, wie man im letzten Video gesehen hat, gab es da ein paar Hänger. Und wie ihr jetzt gerade seht, ist mein ganzes Inventar leer. Und ich stehe mitten auf einer Insel. Zum Glück relativ nah bei unserer Hütte. Bin gerade da vorne im Wasser ausgekommen. Grund dafür ist, dass ich eine andere Level-Dat einspielen musste, da die andere wohl sowas von beschädigt war, dass dort nichts mehr zu machen war. Jedes Mal, wenn ich versucht habe, in Minecraft reinzukommen oder speziell in die Let's Play-Welt, ist einfach gar nichts passiert, beziehungsweise so nach 5 Minuten war dann alles schwarz, beziehungsweise unten schwarz, oben Sternenhimmel. Und dementsprechend habe ich eine andere Level-Dat jetzt eingestellt. Ich finde, es ruckelt hier immer noch tierisch und es ist tierisch langsam. Ich werde jetzt mal rüberschwimmen, weil dort ist wohl unser normaler Spawn gewesen in der Welt. Sollte das jetzt allerdings so tierisch hängen und hier laufend abschmieren, werde ich wohl oder übel hingehen, weil ihr seht ja, es ist gerade echt tierisch am Ruckeln, was eigentlich nicht passieren dürfte. Und werde das Ganze hier gerade erstmal ein bisschen pausieren und mich mal informieren, ob man da irgendwie was noch vernünftiger machen kann, retten kann, weil ich schätze mal, dass die ganze Welt irgendwo gerade eben einen Knacks wegbekommen hat. Und dann müsste ich mir mal überlegen oder mal schauen, wie das geht mit Kopieren von bestimmten Gebieten und dann vielleicht in einer neuen Welt das Ganze reinverfrachten. Was mich ja schon so tierisch gewundert hatte, und ich denke mal, dass die Welt wirklich hier einen argen Knacks weggekriegt hat, dass wir eben da hinten in dem Netherportal immer ausgekommen sind, obwohl wir da vorne eins erstellt hatten. Ich schätze mal, dass die Welt dort schon einen Knacks weg hatte. Vielleicht auch mit dem Wechsel auf die neue Version damals. Ich habe keine Ahnung. Ich finde es nur tierisch schade. Denn wir haben ja gerade echt tierisch gute Sachen verloren gehabt. Und im Prinzip, ja, ist die letzte Folge voll für den Popo gewesen. Ich habe jetzt gar nichts mehr. Das heißt, ich muss jetzt erstmal anfangen, mich neu auszurüsten. Effizienz 5, Wasseraffinität. Die können wir ja zumindest schon mal brauchen. Amboss haben wir soweit. Diamanten haben wir jetzt allerdings nicht allzu viele. Schade, 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 schade. Nun gut, bleibt uns jetzt nichts anderes über, wie zu hoffen, dass die Welt nicht weiter abschmiert. Sollte es nochmal passieren, werde ich mir, wie gesagt, wohl überlegen, das Ganze mal in eine andere Welt reinzukopieren, falls das so einfach machbar ist. Ich weiß nicht. Weil, ganz ehrlich, so wie das Ding gerade hängt, habe ich absolut gerade keinen großen Nerv darauf.
Aber ich möchte ungern das Ganze an dieser Stelle beenden. Deswegen werde ich jetzt erstmal kurz gucken, inwieweit das noch funktioniert. Die können wir im Prinzip einschmelzen. Die Sachen, die sind völlig uninteressant. Die sind sowas von unbrauchbar für uns. Da sind wir ja direkt Matsche, wenn uns irgendwas angreift. Eisen haben wir ja zum Glück noch ein bisschen. Jetzt haben wir so viel Eisen gerade verloren. So, die Wasseraffinität knall ich auf den Helm drauf. Ach, dafür brauche ich Level, ne? Das geht, glaube ich, gar nicht so, oder? Erfahrungskosten, 3 Level bräuchte ich Minimum. Ja, das heißt, wir müssen jetzt erstmal gucken. Oder besser, ich muss jetzt erstmal gucken. Da ich ein paar Level bekomme. Was wir auf jeden Fall brauchen, ist eine Spitzhacke mal, damit wir neue Ressourcen sammeln können, weil ja alles weg ist. Und was ich gern hätte, wäre ein vernünftiges Schwert, damit wir uns entsprechend verteidigen können. Bücher packen wir mal wieder weg. Aber den Schrott können wir im Prinzip wegschmeißen. So, das ganze Essen hatten wir auch mit, ist verloren. Ist aber nicht so tragisch, wenn ich mir ansehe, was wir hier noch haben. Ey, ist die Truhe gerade erst aufgegangen? Also ich fürchte bald, also ich werde jetzt mal ein paar Minuten noch aufnehmen, dann werde ich die Aufnahme abbrechen erstmal. Und werde mich mal schlau machen. Im schlimmsten aller Fälle. Ich kann mir nicht erklären, warum das so hakt. Ist bisher alles immer schön gelaufen. So groß ist die Welt auch nicht, dass die jetzt extrem hängen könnte. Wir sind ja noch gar nicht so weit rum und gebaut haben wir auch nicht viel. Es ist nicht wirklich Redstone in Massen aktiv. Und vom Arbeitsspeicher her ist auch nicht wirklich viel ausgelastet. Also irgendwas ist hier tierisch faul. Ich weiß jetzt auch nicht, ob es ein neues Java-Update gab. Das werde ich gleich dann auch mal in Erfahrung bringen. Werde jetzt erstmal ein paar von unseren Kühen schlachten, um eben Erfahrungspunkte auch zu sammeln. Jetzt lauft doch nicht weg. Jetzt haben wir noch nicht mal mehr Feuer auf dem Schwert. Na, komm schon her, ey. Boah, da kommt man ja nicht. Hallo. Warum liegen jetzt die Sachen da? Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Also nee, seid mir nicht böse. Ich werde jetzt mal eben gucken, wie das geht mit dem, ob man eine Welt so rüber kopieren kann oder nicht. Weil gerade finde ich das ehrlich gesagt nicht gerade spielbar, wenn hier alles so hängt. Ja. Ich gucke kurz, dass ich mich einigermaßen in Sicherheit bringe und werde das Ganze an der Stelle dann beenden. Tut mir leid, wie gesagt, ich wollte eigentlich die neue Folge aufnehmen und ich werde, denke ich mal, gleich auch noch aufnehmen, aber erstmal will ich jetzt wissen, danke, wissen, woran das liegt, dass das hier so ruckelt. Ich sag tschüss. So, Hallöchen, da bin ich auch schon wieder und ich denke mal, jetzt sollte es nicht mehr ganz so ruckeln. Hab hier und da mal ein bisschen rumgeguckt, mal geschaut, was so noch hier und da mal irgendwo festgeklemmt hat, was gehangen hat und alles. Und ich denke, es ist jetzt etwas besser. Wir werden das Ganze jetzt mal ein bisschen ausprobieren hier unten nochmal, indem wir uns nochmal ein paar Kühe vornehmen und dann mal schauen, dass wir uns wieder ein wenig nach vorn arbeiten. So. Na, 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 nicht abhauen, nicht abhauen, nicht abhauen, nicht abhauen. Also so ganz ohne Lecks ist es noch nicht. Es hängt hier und da ein bisschen, aber nicht so schlimm wie gerade eben. Also das ist, denke ich mal, wieder spielbar. So, ja, dann werde ich das Ganze so ein bisschen als Schuss vor den Bug ansehen. Schauen, dass ich immer wieder mal ein paar Saves anlege. Beziehungsweise Kopien. Ja, und dann müssen wir jetzt mal gucken, dass wir natürlich jetzt Level sammeln, damit wir uns die Sachen ausrüsten können. Können wir irgendwas brennen hier? Haben wir noch ein paar Pflastersteine? Ja. So. Ah, da haben wir auch noch ein paar Netherziegel.